Ja, willkommen zurück bei Dune. In der letzten Folge hatten wir ja alle übrigen Harkonnen-Forts erobert. Und heute wollen wir anfangen, damit vom Spiegel wegzuschauen, in unser Büchlein zu gucken, ob da noch irgendwas ist. Nein? Gut. Ja, und dann wollen wir mit den Leuten hier reden, ob sie alle mit zum... Ich will nichts über die Gewürzvorräte wissen. 4 Tagen. Vergiss nicht, dass das Gewürz ganz toll ist. Ja. Bald sind wir für den letzten Angriff bereit. Ja, eigentlich bin ich bereit, ne? Die müssen das Ding wahrscheinlich noch umwandeln. Genau. Gut, hier ist nichts. Stilgar, was meinst denn du? Es gibt keine Forst der Harkonnen mehr auf dem Wüstenplaneten. Der Arrakeen-Palast ist der einzige Ort der Harkonnen, der noch übrig ist. Ich glaube, wir brauchen Tufir Hawats Hilfe, um den Palast angreifen zu können. Wir sollten Tufir bitten, mit uns in einen der Orte in der Nähe des Palasts zu kommen. Meinst du nicht auch? Ja, dann bleib mal hier. Wie du willst, Munat, ich werde hier bleiben. Der Angriff steht wohl kurz bevor. Dieser verlassen sieht, sie Anblick machen. Ah, ich erzähle dir so gerne über meine Heimat. Bleibst du schon mal hier? Wie du willst, Paul, aber bleib nicht so lang. Ja. Ich versuch's. Ich will nämlich im Schloss mal Leute einsammeln, so viel wie es geht. Mit mir. Los gehen wir. Am besten gehen wir zu einem der Seeds in der Nähe des Palasts von Arrakeen. Willst du mitkommen oder hast du nur Gewürze im Kopf? Du hast nur die Gewürze im Kopf. Weniger produziert. 3 Tage haben wir noch. Gewürz ist total wichtig, jawohl. Wie schön, dich zu sehen, Paul. What? Komm mit. Gut. Wo waren wir jetzt? Ja, sehr gut. Wie schön, dich zu sehen, Paul. Dann bleib mal hier. Ich bleib hier. Das ist ein guter Ort, um sich auf den letzten Angriff vorzubereiten. Ich möchte eine Weile hier bleiben. Dann bleib hier. Gut. Bevor wir irgendwas unternehmen, sollten uns zunächst hier mit Jessica, Chani, Gurney und Stilgar treffen. So, Gurney. Also müssen wir zum Gurney. Ja? Der war ja hier, ne? Wir haben seit mehreren Tagen Gurney Halleck ist hier, genau. Also nix wie hin. Der letzte Angriff steht wohl kurz bevor. Ja, das ist wohl so. Komm mal mit. Okay. So. So wieder den... Der hier, ne? Sprung zum Ziel. Hey, hier sind wir. Ja, ich habe Paul gebeten, uns hier zusammenzurufen, da wir kurz vor dem Angriff auf den Palast der Harkonnen stehen. Oh. Ja, Jessica, dein Sohn konnte alle Forts der Harkonnen zerstören. Du kannst sehr stolz auf ihn sein. Die Fremen werden Paul dafür immer zu Dank verpflichtet sein. Da stehen sie.
Man soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Da ist immer noch der Palast der Hakon. Weichtaler, du hast recht. Und vergiss nicht, dass der Baron und Fate Rauta dort sind. Ich werde nie vergessen, dass sie meinen geliebten Leto getötet haben. Sogar der Imperator könnte herbeieilen, um seinen Freunden, den Hakon, zu helfen. Das hoffe ich nicht. Ja, was machen wir denn da? Ich bin sicher, dass Tufa der beste Mann ist, um den Angriff vorzubereiten. Hier gibt es keine fremden Trupps. Jemand hat hier den Bla. Ja, habe ich gesehen. Der Angriff steht kurz bevor. Bla. Guter Ort zum sich vorbereiten. Ich habe die Situation analysiert. Der Palast ist mit einem starken Abwehrschild geschützt. Wir brauchen mindestens 10.000 Mann in den 3 Siegs um den Palast, wobei jeder Trupp mit Atomwaffen ausgerüstet sein sollte. So, und den 3 Sieges drumherum, ne? Cool, das sind die 3 Sieges drumherum. Du gehst hier hin. Du auch. Ach nee, wo waren denn Atomwaffen? Gab doch hier irgendwo noch welche. Scheinbar haben wir alle Atomwaffen verbraucht. Jedenfalls müssen sie näher ran. Sucht welche, okay. Welcher so ein nächstgelegener Laden ist. Achso, erstmal raus aus dem Siege. So, wo ist der nächste Laden? Da ist einer.
beide weit weg. Nach Harazymin, um Atomwaffen ausfindig zu machen. Einmal Atomwaffen, okay. Na, jetzt gehe ich doch zum Laden. Dem hier drüben. Lange nicht gesehen, vielleicht habe ich was für dich. Topter? Nee. Grüßmesser? Nee. Lasergewehr? Nee. Nein. Sandkriecher? Nee. Nein. Topter? Grüßmesser ablehnen. Ah, jetzt habe ich auf den falschen Knopf gedrückt. So, der müsste doch jetzt wieder da sein, oder? Da muss ich erstmal zum Beispiel am Schloss vorbeifliegen. Morgen. Die komische Rechnung. Ja, von mir aus. So. Wir haben genug Männer um den Palast herum aufgestellt, um angreifen zu können. Du und Stilgar sollst nun mit dem Angriff beginnen. Warum ich und Stilgar? Soll der Angriff nun beginnen? Diskutieren. Wie du willst, Muad'Dib. Hier sind noch einige unbenutzte. Ich habe doch nur diskutieren, nicht ablehnen gesagt. Na gut, Stilgar. Ja, na klar. Gut, die Truppen strömen nun gemeinsam auf den Palast zu. Und ich bin bei dir. Wir müssen warten, bis unsere Truppen den Abwehrschild mit ihren Atomwaffen außer Funktion gesetzt haben. So, die zwei haben wir schon mal wieder. Was passiert jetzt? Der Abwehrschild ist zerstört, sie ergeben sich. Nun, da der Abwehrschild zerstört ist, können wir dorthin gehen. Ja, da bin ich ja gespannt. Das lassen wir jetzt mal laufen, weil wir ja an dem Palast noch nicht waren. Mal sehen, wie der aussieht, wenn man hier ranfliegt. So, jetzt müsst ihr gleich auftauchen.
Da. Nun, da der Abwehrschuss zerstört ist, können wir dorthin gehen. Hier sind unbenutzte Gegenstände. Okay, hier sind sie alle. Schau doch, Paul, der Imperator war hier. Sehr lustig. Was macht denn der hier? Ihr wagt es, uns so zu behandeln, ich werde eure Familie verbannen. Halt den Mund, du Lügner. Du hattest einen machiavellistischen Plan ausgeheckt, Shaddam der Vierte. Du hast uns auf den Wüstenplaneten geschickt, in der Hoffnung, dass die Harkonnen uns vernichten würden. Aber Paul hat deinen Plan zunichte gemacht, indem er alle Fremen vereinigte. Juhu! Du, Baron Harkonnen, hast unser Volk grausam misshandelt. Ah, diese Fremen, nur ein Haufen von... Paul ist der, auf den die Fremen gewartet haben. Die Legende wird Wirklichkeit vor unseren Augen. Das ist ja lächerlich, er ist doch bloß ein Hasenfuß. Das solltest du besser nicht über unseren neuen Imperator sagen. Was? Du erwartest doch wohl nicht, jetzt noch Imperator zu bleiben. Ihr drei werdet nun euer Exil auf dem Gefängnisplaneten antreten. Langlege wird der Imperator Paul Atreides und die Kaiserin Chani. Hoi. Lang leben sie, hurra! Und die Sonne geht auf. Und über ihnen... Ah, ein Adler. Ich dachte, was ist jetzt das? Ende! Leute, wir haben es geschafft. Und damit haben wir den Wüstenplaneten erobert, die Harkonnen bezwungen und das Spiel beendet. Jetzt drücke ich ja trotzdem auf Weiter. Mal sehen, was kommt. Und damit gucken wir uns in Reihenfolge ihres Erscheinens die Mitspielenden an. Und zwar Paul Atreides war dabei. Herzog Leto Atreides. Jessica Atreides. Gurney Halleck. Duncan Idaho. Shaddam der Vierte. Hara. Tufir Hawat. Stilgar. Baron Harkonnen. Veit Rauta. Chani. Lied Keins. Ja, und das war Dune. Ein Strategie-Adventure-Mix. Ungewöhnlich, aber auch spielenswert. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein bisschen Eindruck von Dune bekommen, die das Spiel noch nicht kannten. Ansonsten lest das Buch oder schaut nächstes Jahr den Film oder holt euch mal den ursprünglichen Film von 84, glaube ich, war es. Ja, der Film war im Prinzip nicht schlecht, ist aber, hat man gemerkt, dass es ab der zweiten Hälfte ungefähr tüchtig zusammengeschnitten war. Da ging es Haus der Blauts, die Handlung voran. Er hätte mehr Ruhe gebraucht, um ein richtig guter Film zu werden. Aber mal sehen, wie die Neuverfilmung wird nächstes Jahr. Gut, auch für heute. Sage ich schon mal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astronier und wir lassen den Abspann noch laufen und gucken, ob es eine Post-Kredit-Szene gibt.
Ja, und da ist nochmal unser Pärchen, unser jetziges imperiales Herrscherpärchen. Ne? Gut, also sage ich in diesem Sinne tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal in einem anderen Spiel, euer Astronier. Tschüssi.